Probleme an der Hackschnitzelheizung. Moinsen, Donnerstag, 17. Oktober. Nahtloser Übergang, wir haben einen Mittag gehabt. Ich habe nur die Speicherkarten rüber kopiert und Jens seine Kamera. Legen wir jetzt hier wieder auf dem LKW, damit er die Nachmittag direkt mitnehmen kann. Letzte Wietzendorf-Tour heute für diese Woche. So. Da wird er es wohl sehen, ne? Jens, hast du gefunden? Ja, bestimmt. Gut. Und dann ist gleich erstmal Mittag. Kleiner Verbesserungsvorschlag an Firma Krüger. Krüger Fahrzeugbau. Die sind so hoch, dass du an die Gummis von den Planen nicht rankommst ohne Leiter. Da wäre es sinnvoll, so einen kleinen Haken da irgendwie mit an der Seite anzuklicken, den man sich nehmen kann und sich die Spanngummis von der Plane runterzuziehen. Bei dem LKW-Auflieger, da ist sowas bei. Den könnte man hier schön irgendwo, vielleicht gibt es das auch nicht, ich habe das, war dazu blöd, so das zu bestellen, hier irgendwo hinklicken, kannst du den greifen und einmal die Gummis runterziehen. Jetzt war ich mit der Leiter dran, ich habe die jetzt nochmal eben beide zugemacht. So, und dann irgendwie nächste Woche oder so alles waschen. Als erstes aber den Mietschlepper, dann kann der wieder zurück. Jetzt aber erstmal Mittagessen. Mahlzeit. Jo. Am Ende des letzten Videos habe ich euch den Karton gezeigt. Und erstaunlicherweise brauchen wir es jetzt schon. Das war heute das Ende des letzten Videos. Anleitung. Schlauch. Aschesauger. Warum und weswegen? Seht ihr gleich. Bis gleich. So. Aschesauger. Asche. Ich glaube, ich nenne dieses Video Probleme an der Hackschnitzelheizung. Aschebehälter voll. Ich habe nämlich gerade eine E-Mail bekommen, Aschebehälter fast voll, Alarm. Da ist er. Fast voll. Und dann wird er voll, wenn ich da keinen Bock und keine Zeit zu habe. Deshalb machen wir es jetzt. Mal den Aschebehälter selber einmal lösen. So, und weil ich keinen Bock habe, das zu fegen, weil dann ist der Staub überall, nur nicht da, wo er hin soll, habe ich mir den Aschesauger gegönnt. Und dann können wir hier die Tage auch noch mal einmal alles abwischen, oben auch mal einmal staubfrei, dass es wieder schier aussieht. Das muss ja nicht sehen. So, gucken, ob das funktioniert. Oh,
Piekfeine Sache. Fertig. Keine Alarme. Kann weiterlaufen. So, letzte Tour für diese Woche. Ja, heute ist mal ein bisschen mehr los hier hinten. Mal gucken, kann ich das zählen irgendwie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Fahrzeuge auf der Straße. 9, 10, 12, 13 Fahrzeuge vor mir so ungefähr. Naja, da muss ich noch warten. Das dauert noch ein bisschen. Aber nützt alles nichts. Gucken wir uns schon mal an, was es hier zu Weihnachten gibt. Und irgendwann in den nächsten Jahren hier. Die ganze Verweihnachtsbaumung hier. Ja, schön. Haben sie auch erst alles neu angelegt hier. Muss auch passen dann. Irgendwann zu Weihnachten. Jo, jetzt machen wir hier den Kartoffelstart noch ein bisschen schier. Rest Zwischenfrucht noch mit aufstreuen. Und dann ist das hier hinten auch wieder gut. Dann kann der Nachbar hier nächstes Jahr wieder schön Mais, glaube ich, kommt hier hin. Oder Mais mit Bohne, das weiß ich nicht. Mais, schätze ich. Läuft. Aber ohne Gewicht. Ich habe gedacht, oh, das bisschen hier, das mache ich eben ohne Frontgewicht. Nee, keine Chance. Da fährst du auf der Hinterachse. Ist dann so. So, da hinten ist schon alles fertig. Da war Vater schon mal bei. Die Richtung war auch schon fertig. Nur das letzte Stück, was wir jetzt noch gerodet hatten. Das muss noch eben. Ist nicht mehr viel. Halter basteln hier. Oder geht das da rein? Ah, das könnte da reingehen. Warte mal. Das ist ja sogar der Halter. Mann. Dem 718 ist er gar nicht. Das ist ja schön. Ist ja noch schöner. Jetzt könnte ich das noch richtig machen und die olle Durchführung benutzen. So, jetzt sind auch alle zufrieden von euch, hoffe ich. Wenn noch was zu meckern ist, schreibt es in die Kommentare.
pünktlich zum Kaffee fertig. Fast pünktlich. So. Jens kann unter das Dach gleich, wenn er zurück ist. Den Steinschlepper dahin. Jo, vollgetankt, AdBlue vollgetankt, ausgesaugt und gewaschen. Montag noch mit dem Lappen durchgehen und dann kann er wieder los. Zum nächsten Einsatz, wo auch immer das ist. Ja, sieht gut aus. Achtung! Der Karten ist dieser. Tada! Vielen Dank, Mädels! Gerne! Gerne! Das haben wir richtig gut hingekriegt. Saubere Sache. Guten Morgen! Freitag, 18. Oktober. Heute ist Richtfest. 15:30 haben sie gesagt. Ich habe gerade nach der Temperatur geguckt, habe gedacht, ich mache eventuell nochmal die Lumpicom. Mache eventuell nochmal die Lüftung manuell an. Geht aber nicht. Draußen 1 Grad wärmer als drin. Zimmermänner sind auch gerade wieder angerückt. Die haben die Ausbauten mit. Die werden heute heraufgesetzt. Jo, und die Zuwegung, da gucken wir, ich hoffe, das schaffe ich heute, sonst machen wir es morgen. Ist fast fertig, glaube ich. Da gucken wir dann auch nochmal. Bye, wird ein spannender Tag. Was suchen Sie denn? Jack und Werkzeug. Jack und Werkzeug, okay. Heute. Der Tüchtig wird am Berg gebaut. Es war ein wackerer Handwerks, Leute, die fest auf ihre Kunst vertrauen. Drum wünsche ich, so gut ich's kann, so kräftig wie ein Zimmermann, mit stolz emporgehobenem Blick, dem neuen Hause recht viel Glück. Prost! Nun braucht man zu alle Zeit nicht nur den Kopf, nein auch die Hand. Drum noch ein Hoch den Zimmerleut, mit deren Kraft der Bau entstand. Prost! Ist das Glas wohl ausgeleert? Weiter für mich nichts mehr wert. Nun werfe ich es zu Boden nieder. Zerschmettert braucht es keiner wieder. Denn Scherben bringen Glück und Segen der Bauherrschaft auf allen Wegen. Die letzten Worte übergebe ich an den Bauherrn. Stimmt.
Also erstmal Respekt und vielen Dank. Vor allem haben wir jetzt ja gesehen, dass das Nageln gar nicht so einfach ist. Also wenn ich dann nicht hinkriege, dann kann doch fast keine Not. Also ganz vielen Dank. Soweit. Wir sind mehr als zufrieden. Das sieht super gut aus. Hat sehr schnell geklappt. Und an alle anderen herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich wünsche uns allen viel Spaß. Wir machen hier komplett Selbstbedienung. Also wer hier hungrig oder durstig nach Hause geht, der macht irgendwas falsch. Da können wir aber nichts dafür. Also steht alles da. Wenn was fehlt, dann dürft ihr euch gerne bei mir beschweren. Dann hole ich nach. Ansonsten wünsche ich uns allen ein paar schöne Stunden. Und bevor ich zum Abschluss komme, auch noch ganz großen Dank an Firma Beko, die hier das ganze Projekt quasi geplant haben und bis zu diesem Stand gerichtet haben. Und besonders möchte ich jetzt nochmal den Kosten, ich bin leider jetzt heute mit dieser Karte gekommen. Das klappt richtig gut und das macht richtig Spaß. Vielen Dank und viel Spaß heute. Bis zum nächsten Jahr. Moin Montag. Morgen Montag. Montag, 21. glaube ich. Ja. Kaffee ist heiß und die Kinder auch alle Fieber. Ja, super. Ja. Schön zum Schulbeginn, ne? So, erstmal Kaffee reinprügeln und dann geht's los. Ruheradio. Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Da. Sitzhof. Bisschen Licht. Handbremse los. Einstellung brauchen wir nicht. Stufe 2. Folgendes.
Jens fährt mit dem 716 eben zur Werkstatt. Vater war da mit Mulchen. Ich habe das auch gar nicht gezeigt, aber ernsthaft doch tatsächlich auch noch richtig Glück gehabt. Einen Stein hochgeschleudert und voll in die Windschutzscheibe vorne rein. Da ungefähr eingeschlagen. Natürlich Schrott. Die ist mittlerweile heil. Schon gemacht. Und jetzt ist da an dem Mulcher, der gehört zur Maschinengemeinschaft, da ist ein Zylinder an der Halterung abgerissen. Also das muss jetzt nochmal eben gemacht werden. Da fährt Jens mit zur Werkstatt, zeigt ihm das und danach kommt Jens mit dem Autowagen mir hinterher, weil wir bringen jetzt den 724, den Mietschlepper, zurück. Der hat bei uns seine Arbeit verrichtet. Wir brauchen ihn jetzt nicht mehr. Feiner Schlepper. Ging alles gut. So, und ich muss noch mal eben. Ich habe meine Arbeitshandschuhe alle noch in der Jacke. Ich packe ihn noch eben weg und dann geht er los. Jo, ich raste da mal hinterher. Sven abholen. Weil zu Fuß dauert, glaube ich, doch ein bisschen länger. Obwohl, dann hätte ich meine Ruhe auf dem Hof, ne? Nein, das macht man natürlich nicht. Oh, das gibt Ärger. Alles klar. So, mal gucken, wann ich ihn eingeholt kriege. Der ist ja schon vor 10 Minuten losgefahren, circa. Ich habe den 716 noch eben zur Werkstatt gebracht. Da musste am Mulcher noch was gemacht werden. Da ist ein bisschen was kaputt. Das bleibt nun mal nicht aus. Und ja. Da er sowieso nicht so schnell ist wie ich jetzt, hole ich ihn ja auch bestimmt gleich irgendwann wieder ein. Wir werden sehen. Schönes Ding. Schönes Ding. Boah. Habe ich Licht? Habe ich auch, ja. Schönes Ding. Oh, Jens guckt schon mal nach einem neuen Schlepper. So ein 936. Oh, warte. Alter, ist das ein Büffel, ey. Ganz schönes Kamel, ne? Der ist groß, ey. Wahnsinn. Was macht man damit? Fahren. Da fährst du nicht auf Fahren. Fahren. Da fährst du nicht nur mit. Ja, hat was. Leute,
Es ist so ein verpiep Montag. Das glaubst du alles nicht. Derjenige, der mir das hier geschenkt hat, uns, hat noch geschrieben, ich hoffe, das kommt nicht so schnell zum Einsatz. Erster Einsatz. Mal wieder einpacken. Irgendwas mit der Lenkhydraulik, hoffentlich nichts Teures, aber ja. Stehe jetzt bei der Werkstatt der 716. Aber Topseil. Wirklich gut. Vielen Dank nochmal. Mittwoch, 23. Oktober. Kurz vor Feierabend schon. So, Starlink kommt zurück. Wollen wir drinnen wieder einstecken und dann läuft der Laden. Pink Floyd denken. Ich weiß auch nicht warum. Wer eine Idee hat, warum das so ist, darf das gerne in die Kommentare schreiben. Moinsen, heute ist Donnerstag, der 24. Oktober. Wir haben es 5 Grad. Nein, 9.30 Uhr wollte ich sagen. Ich war gerade beim Jan. Habe die Ware abgeholt. Bin jetzt wieder. Ja, genau. Hat er keinen Spiegel, hat er? Junge, Väterrücke, so quasi. Ja, wir sind ja auf dem Dorf. Wo wir stehen geblieben? Ja, auf dem Weg zurück nach Hause, fast wieder da. Jens ist auf dem Weg nach Wietzendorf, beziehungsweise müsste eigentlich schon in Wietzendorf angekommen sein. Wir haben diese Woche ja nur die Hälfte an Touren. Das heißt, nachher wieder laden, wenn er zurück ist, gegen, ich schätze mal gegen 11 oder sowas, wird er wieder da sein. Ich packe gleich erstmal eben aus. Und ansonsten ist im Moment nicht so sehr viel. Also wir haben angefangen in der Werkstatt ein bisschen klar Schiff zu machen. Jens hat meine Drechselbank aus der Ecke gezogen. Sie haben wir mal wieder halbwegs gangbar gemacht. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich schon leicht Flugrost angesetzt hatte. Aber wir mussten was drechseln. Mussten in Anführungszeichen. Ich hatte die Idee für einen Freund mit ein paar Griffe für seinen Schaschlik-Grill, weil der hatte neulich mal gegrillt und dann habe ich ihm geholfen, das Ding zu tragen. Und der hat da so vierkant Edelstahlgriffe dran. Und das Ding ist so sauschwer, das frisst sich voll in die Hand, das ist total scheiße. Und gesagt, da muss doch mal Holzgriff ran. Naja, long story short, hat Jens dann gestern zwei Griffe gedreht und wir haben die dann gestern in der Werkstatt, haben wir noch den Laser wieder in Gang gekriegt, weil der, mein Laser wollte immer nicht, der bei uns in der Werkstatt steht. Und dann, ja, ich habe immer überlegt, warum geht das nicht? Die Riemenspannung, das alles in Ordnung, die Hardware scheint, das scheint überhaupt kein Problem zu sein. Aber trotzdem ist er mir aus der Kirche gefahren. Und hat gestern Jens dann mal seinen Laptop mitgebracht, aus der Mittagspause zurück. Und damit geht's. Also ist das ein Softwareproblem. Irgendwas ist da mit meinem Lightburn verquer. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde einfach mal mit einem USB-Stick die ganzen Einstellungen von Jens rüber kopieren und gucken, ob das dann auch mit meinem Programm funktioniert, mit meinem Rechner. Irgendwie muss das ja gehen. Oder alles nochmal komplett reset und neu installieren, keine Ahnung. Jo,
das zum Thema Werkstatt. Da haben wir jetzt auch so langsam im Kopf, dass wir mal wieder auf dem Zweitkanal dann ein bisschen was machen. Der Winter kommt. Da wird es dann demnächst auch mal wieder ein bisschen Content geben. Haben wir Bock drauf und das hat hier auf diesem Kanal ja nicht so wirklich viel zu suchen, was dieses Gebastel angeht. Das dazu, dann was noch? Update zum 716. Da war es so, dass die Frontzapfwelle hat einen weggekriegt und die hat dann die Leitung von der Lenkung mitgerissen. Was, wie genau das passiert ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das eine langwierigere Operation. Ich weiß nicht, was die jetzt alles an Teilen da bestellt haben. Das klang jetzt nicht so, als wäre das jetzt zu günstig. Aber es hilft ja nichts. Da muss ja fertig, ne? Ich denke aber, dass der, was heute ist Donnerstag, dass ich schätze schon, dass sie den spätestens morgen dann auch fertig haben. Das läuft jetzt auch nicht weg. Also brauchen den jetzt nicht zwingend. Aber es nervt halt, ne? Es nervt. Erst die Scheibe und dann. Und da habe ich schon überlegt, wenn das mal nicht zusammenhängt irgendwie, dann muss ich dann, wenn der Schlepper fertig ist, dann will ich dann nochmal den Werkstattmeister fragen, was er jetzt final da als Ursache da ermitteln konnte. Da hatte Vater mir, das habe ich ja nur erzählt, das habe ich ja gar nicht gezeigt, weil da war der Bums dann schon zur Werkstatt und Bums die neue Scheibe drin. Mit dem Frontmulcher einen Stein hochgeschleudert, der ist ja oben über dem Kopf, richtig Glück gehabt, aber das habe ich glaube ich erzählt, in die Scheibe eingeschlagen und Scheibe neu und beim nächsten Mal ein Mulchen, das war dann schon da der Moment nach einem, weiß ich nicht, nach einem Hektar oder so, wo das dann auseinandergeflogen ist. Also, weiß nicht, schon ein merkwürdiger Zufall, wenn es denn ein Zufall ist. So, jetzt sind wir gleich zu Hause. Die Maurer sind heute Morgen nicht aufgeschlagen. Die waren gestern planmäßig nicht da und heute so wollten sie eigentlich wiederkommen. Keine Ahnung, wir sind wahrscheinlich gestern auf der anderen Baustelle nicht fertig geworden. Zimmermänner sind gestern da gewesen, haben angefangen mit der, heißt das, Unterspannbahn, Plane, was auch immer. Also hatten das halt zu. Ich vermute mal, dass sie heute den Rest zu kriegen. Montag soll wieder Regen kommen, dass der Regen dann nicht mehr in den Bau reinläuft. Das wäre schon schön, dass das dann jetzt mal so langsam trocken wird. Denn wenn die Bahn drauf ist, dann können wir auch oben alles mal ausfegen, weil da ist jetzt ohne Ende Laub drin von den Eichen dahinter. Und vom Kran sind auch noch kleinere Äste abgebrochen, die liegen da auch noch drin. Aber das machen wir alles dann schier, wenn der Dach quasi mit der Folie zu ist. Sonst fegt da sowieso immer noch wieder was rein. Das macht keinen Sinn, da jetzt vorher beizugehen. Jo, das war ein Kurzupdate und dann wollen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Video, ich glaube aktuell nicht, dass wir jetzt im Moment zweimal die Woche das machen sollten, weil dieses könnte sein, dass dieses noch ein bisschen länger wieder ist, weil das ja auch ein ganzer Zeitraum ist und da war ja auch noch die Geschichte mit der Scheibenecke noch mit drin und so. Habe ich jetzt kein Gefühl für, wie lang dieses Video wird, aber ich glaube, wir bleiben bei Sonntag. Sonntags immer Video. Gar nicht so dösig. Und wenn dann mal mehr kommt, dann gibt es auf dem Donnerstag mal ein extra. Das ist der Plan. Also, später. Noch, der ganze Sand muss da noch rein hinten, einmal Sand reinfegen und so und dann können wir hier ab nächste Woche dann auch fahren. Dann ist das fertig. Dann bin ich mal gespannt, ob das da passt, da mit der Dachrinne und so, ob ich dann da auch vernünftig dran vorbeikomme. Im Moment sieht das von hier aus ein bisschen eng aus, aber das sollte funktionieren.
Ich bin gespannt. Wir sind alle gespannt. So, Sven ist schon angefangen mit Laden. So, das war Freitag der 25. Ja. Das ist Feierabendzeit. Jens hat heute gefilmt. Ich habe heute nichts gefilmt. Aber wir haben hier Schlamm geschoben. Ja. Da. Was soll man sagen? Der Weg ist fertig. Der Weg ist fertig. Ich freue mich schon auf Montag. Wenn ich da also, ja, bin. Montag ist hier mit Konfetti und so. Die erste Überfahrt. Ja. Die Seitenränder müssen wir noch verfüllen. Also hier ist schon, da hinten muss noch und die Seite muss noch und. Aber ja. Es ist jetzt alles abgerüttelt, eingeschlemmt, die Borde sind alle gesetzt, der Beton ist hart ja. Von den Borden, also es ist fertig. Ich bin überrascht, ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also fertig. Ja. Wir haben es nicht ganz sauber weggefegt, weil Jens sagt, was hast du gesagt? Ja gut, das muss jetzt erstmal einmal abtrocknen und dann sackt das ja noch ein bisschen nach, was wir hier ausgeschlemmt haben, wenn es trocknet und dann fegen wir das nochmal sauber über und dann ist das fertig. Machen wir so. Ja. Das ja. Muss jetzt nicht glänzen. Das nee. Und dann machen wir irgendwann nochmal die Rinne und diese Lichtplatten. Und ganz irgendwann machen wir nochmal das Dach. Aber erstmal ist jetzt der Weg gut. Und das da sieht ja eng aus. Da ist ja die Ecke vom Stall. Ja. Aber das geht's. Ne? Das will ich hoffen. Ich bin gespannt. Wenn die weg ist, dann wisst ihr, dass es nicht ging. Nee, da ist eigentlich Platz genug. Ja. Also das sollte. Das ist halt jetzt immer noch so ein kleines Nadelöhr, aber man kommt da easy mit dem Akkulinerzug durch, LKW, mit unserem Auflieger, das passt auch. Also das sollte eigentlich jeder hinbekommen hier. Wir haben die Auffahrt hinten, die ist jetzt extrem großzügig im Winkel. Auf der gegenüberliegenden Seite, da kommen nochmal Rasengittersteine hin und dann ist das alles schön. Also so habe ich mir vorgestellt letztes Jahr. Ja. Ja, ist so, ne? Aber jetzt haben wir noch ein paar Steine, die stehen da. Die sind da für die Halle. Da muss ja auch nochmal gemacht werden. Also diese Seite unterm Schirm soll noch die Regenleitung umgelegt werden in die Richtung, an Kanal angeschlossen werden, an Regenwasserkanal. Und dann werden da noch Steine gesetzt. Da, wo der LKW steht, kommen noch neue Pflastersteine hin. Und dahinter müssen wir auch noch. Aber das ist jetzt alles nicht so wichtig. Also das wird gemacht, aber das läuft nicht weg. Ne? Wichtig ist ja einfach, dass wir jetzt hier fahren können. Wenn der Zimmermann nämlich irgendwann das Gerüst vom Wohnhaus umbaut, dann ist er ganz vorbei mit fahren. Also dann kann man nicht auch mal eben warten und zwischendurch fahren. Nee. Das geht dann einfach nicht mehr. Und deshalb ist das jetzt so quasi just in time hier fertig. Sehr schön. So, aber das Video ist auch fertig. Also wir sind durch. Ja. Komplett. Wir sind gar. Diese Woche nicht wirklich viel gefilmt. Ich weiß nicht, hast du viel gefilmt?
Hin und wieder mal, ja. Aber nee, ganz so viel auch nicht. Also ich glaube, ich habe jetzt gefühlt sich das an, als hätte ich gar nichts gefilmt. Außer gestern im Autowagen. War ich gestern los, diese Fahre? Ja, gestern, ne? Da habe ich ein bisschen was erzählt. Habt ihr ja gerade gesehen. Aber ansonsten, ja, viel, der Kopf ist ein bisschen arg voll. Warum, das werdet ihr auch noch erfahren, aber nicht in diesem Video und auch nicht im nächsten. Das dauert noch ein bisschen. Long story short, das Video ist zu Ende. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön, reinhauen. Versing! Ja. Schön, ne? Guck mal, da mit dem Baum im Hintergrund. Ja, mit die neue Auffahrt. Oh. Die neue Auffahrt? Ja, herrlich. Oh, guck mal. Ja, schön. So. Jetzt gibt es noch schnell das Feierabendbier und dann hast du einen Termin, ne? Und dann habe ich einen Termin. Ja, und wir haben auch Termin und zwar ist heute Laternenlaufen für die Kinder im Dorf. 6:30 geht das los. Die sind schon heiß wie Frittenfett. Bis dahin muss ich jetzt noch mal eben das Feierabendbier wegkriegen und duschen. Und dann geht das auch schon bald los. Tschüss, tschüss. Bis dann.